Moin moin Leute, hier ist Janessi und ja, ihr seht ein Bild, was ihr sonst nicht normalerweise nicht seht, und zwar ist das mein Bildschirmschoner, denn, oder mein Hintergrund wird eher gesagt, denn heute geht's in ein neues Tutorial, und zwar in die japanische Version, wie ihr sie bekommt, wie ihr sie installiert, und ja, viele Fragen werde ich dazu beantworten. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr oft wieder die Frage zu hören bekommen, wie bekomme ich die japanische Version. Ja, ich hatte dazu schon mal ein altes Video gemacht. Ich werde das jetzt aber mal ein bisschen erneuern mit all den Informationen, die ich habe. Vor allem alles, was ich dann über die Zeit sammeln konnte. Und ja, einige Fragen beantworten, die sich dann über die Zeit angesammelt haben. Also, ich würde sagen, ich erzähle euch erstmal die Basis oder die Apps, die ihr braucht. Es ist eigentlich nur eine, und zwar die App heißt Q-App. Relativ simple App. Q-O-O-A-P-P. Relativ simpel auch das Ganze. Die könnt ihr nicht im App Store downloaden, sondern ihr müsst die extern über euren Browser installieren. Ich habe da schon mal was vorbereitet, und zwar habe ich schon mal in die Google-Suche Q-App eingegeben, und dann findet ihr gleich die erste Seite apps.qapp.com. Da klickt ihr einfach rauf und dann werdet ihr gleich zu dieser Seite gesendet oder verbunden, sagen wir es so. Dann seht ihr gleich sehr, sehr viele japanische Apps. Was wir aber jetzt erstmal downloaden wollen, ist Q-App selber. Das heißt, ihr klickt auf die oberste App rauf, klickt dann dieses japanische Zeichen, also das unter den oder unter der App, und dann drückt ihr einfach der Downloads. Ja, ja, sehr gut. Ja, definitiv sehr gute Werbung. Wie gesagt, die Werbung, die klickt ihr dann einfach weg. Kein Problem. Dann downloadet ihr das Ganze und dann ja, seid ihr schon halb fertig, ihr macht den Download und installiert ihr das. Nicht vergessen, falls ihr euch das Ganze downloadet, habt ihr zum Beispiel dass ihr die Installation von externen Quellen zulassen müsst. Das ist relativ simpel, das macht ihr in euren Optionen, einfach damit ihr Apps aus dem Internet installieren könnt. So, weil ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr einfach auf Q-App, und zwar die App Q-App, wenn ihr sie installiert habt, startet das Ganze und dann seht ihr das Folgende. Und zwar haben wir hier erstmal eine Auswahl an Themen hier oben. Falls ihr mal neue japanische Spiele finden wollt, gibt es hier die Hot und Fresh Abteilung, aber darum kümmern wir uns erstmal nicht. Und zwar können wir einfach runterscrollen, und zwar sehen wir hier schon mal die ganzen japanischen Spiele, die es hier so gibt und die wir uns angucken können. Natürlich sind da auch ein paar regionale drin. Und zwar gehen wir jetzt hier auf One Piece Treasure Cruise. Und zwar seht ihr hier die falschen Screenshots, auch nicht schlecht. Aber ihr seht One Piece Treasure Cruise Japanese. Genau das wollen, das Ganze könnt ihr noch durch einen anderen Link finden. Und zwar gibt es hier rechts oben eine Suchenfunktion. Und dann gehen wir mal auf One Piece Treasure Cruise. Und dann seht ihr hier einmal, ihr seht das hier, genau, jetzt seht ihr einmal J-A und E-N. Das heißt, wir gehen auf JA für die japanische Version. Ja, viel mehr ist das auch nicht wirklich. Ihr downloadet euch das Ganze von dieser Seite. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen fail, dass die Screenshot hier nicht wirklich passen. Aber ihr seht ganz einfach One Piece Treasure Cruise Japanese bei Bandai Namco. Und dann, ja, findet ihr das Ganze. Wie gesagt, meine Version ist up to date. Ne? Also, das ist es eigentlich. Ihr drückt dann hier auf dem, wo bei mir jetzt aktualisieren steht, hier unten dieser orangene Knopf, den seht ihr jetzt nicht ganz im Bild, aber auf jeden Fall ist hier unten ein Knopf, wo aktualisieren steht, unter den Bildern und unter der Beschreibung. Form your own crew and set sail for adventure. Use the simple tap controls to pull off powerful combos. The world of One Piece awaits you. Relativ simpel, hier unter ist ein Knopf, dann drückt ihr installieren und dann ist es eigentlich so, als ob ihr die App vom App Store runterlädt oder runterladet, lädt. Okay, es ist egal jetzt, auf jeden Fall, so geht es im Simplen. Dann habt ihr das Ganze schon installiert und dann habt ihr die App auf euren
Handy drauf, noch einmal zurück und dann seid ihr wieder bei eurem Startscreen. Dann könnt ihr sie ganz einfach starten. Jetzt habe ich schon viele Sachen gehört, wie zum Beispiel, kann ich nur einen Spielstand auf meinem Handy haben? Das ist Quatsch, ihr könnt zwei Spielstände haben. Ihr könnt einmal den japanischen und einmal den globalen Spielstand haben. Dann ist es zum Beispiel so, dass ihr, da habe ich zum Beispiel schon mal wieder gehört, das ist zum Beispiel, oder ob es groß zu Probleme kommt, nee, nicht wirklich. Was ihr beachten müsst, ist zum Beispiel, dass wenn ein Update rauskommt oder eine Aktualisierung, macht ihr das Ganze nicht über den App Store, sondern ihr macht das Ganze über Q-App auch wieder. Das heißt, die App installiert lassen und ja, so funktioniert das Ganze. Was ich nochmal sagen muss, Q-App gibt es bis jetzt nicht auf die, für iOS, sondern wirklich nur für Android. Also das ist eine Methode wirklich nur für Android, sodass ihr das Ganze auf eurem Handy spielen könnt. Für iOS funktioniert das im Endeffekt so. Also wie gesagt, ich habe nur viel gehört. Ich selber habe kein iOS-Handy oder ja, also kein Apple-Handy. Kein Handy mit iOS drauf. Das, was ich euch aber sagen kann, ist, das Ganze funktioniert, indem ihr euch eine japanische Apple-ID macht und dadurch euch in den App Store einloggt, was natürlich aber ein bisschen problematisch ist. Wie gesagt, ich weiß da nicht viel von, aber im Endeffekt ist das Prinzip dasselbe. Macht euch einen japanischen iTunes-Account oder ich weiß nicht, ob der Account separat ist, auf jeden Fall. Macht euch einen Account dafür und dann downloadet das Spiel im japanischen App Store. So funktioniert es auf jeden Fall in der japanischen Version. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass ich habe euch damit geholfen. Wie gesagt, in letzter Zeit viele, viele Fragen bekommen, wie downloade ich das Spiel, ja, wie downloade ich vor allem die japanische Version von One Piece Treasure Cruise. Wie gesagt, es ist relativ simpel, downloadet euch Q-App aus dem Internet, dann startet Q-App und dann, ja, sucht One Piece Treasure Cruise japanische Version, installieren und fertig seid ihr. Wie immer, falls ihr das Ganze geholfen hat, einfach den Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, einfach, ja, einfach in die Kommentare da lassen. Ich denke, das meiste kann ich davon beantworten. Und wie immer, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Den Livestream heute nicht vergessen. Bis dann, Leute. Und ciao.